Und schon wieder zurück bei Mass Effect. Wir sind auf Antibar. Ich habe mir hier unten einen Marker hingesetzt, weil ich auf diese Karte... Die sieht mir sehr befahrbar aus. Da würde ich jetzt einfach mal so... Einfach mal versuchen, so ein bisschen was zu erkunden und zu gucken. Da haben wir schon Mineralien gefunden. Zu gucken, ob wir die Mineralien nicht einfach sofort mitnehmen können. Was ist jetzt eigentlich mit hier, mit den... Was? Okay. Es geht dabei wohl offensichtlich tatsächlich wirklich nur um reine Sammelaufgaben. Also da kommt nichts mehr hinterher. Hatte ja gedacht, mit den turianischen Symbolen, da folgt noch was, aber zumindest so, wie es uns das Questlog zeigt, ist die Sache dann einfach durch. Man bekommt dafür Geld und Erfahrungspunkte. Und ich muss sagen, Geld nicht zu knapp. Das gleiche gilt ja auch hier für die... Metalle und so weiter, die wir sammeln. Da bekommen wir schon ordentlich Geld. Wenn wir jetzt mal hier gucken, großes Quecksilbervorkommen gibt 20.000. Gehen Sie vor. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch einfach dabei bleibt. Also dass es einfach eine Möglichkeit ist, als Sammelquest so ein bisschen Geld ranzuholen. Weswegen wir wahrscheinlich auch so viel Geld hatten. Weil wir haben ja von Anfang an doch sehr intensiv gesammelt. Und ich war dann doch ein bisschen überrascht darüber, wie schnell wir an Geld gekommen sind. Okay, hier oben ist nichts mehr. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn hier in der gleichen Ecke noch mehr gewesen wäre. Na gut, dann lass uns erstmal zur Anomalie fahren. Das sind sogar zwei Dinge. Einmal ein Fragezeichen, einmal die Anomalie selbst. Das sind sogar drei Dinge. Hallo? Was ist denn da los? Nein! 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 Es war so klar, als ich das schon gesehen habe hier. Da war mir direkt klar, das ist ein Dreschlund. Verdammt nochmal. Stirb! Stirb! Du bist tot, du weißt es nur noch nicht. Gibt halt auch mal eben 41.000. Muss man dringend mal wieder ein bisschen Universalgel herstellen, ne? Gibt halt auch mal direkt 41.000 Gold, also Credits. Das ist schon nicht schlecht, aber dennoch. Meine Güte. Das sind Salarianer, oder? Nee, das sind Geth. Die sind dem Dreschlund in die Hände gefallen. Ihr Trottel. Steht gleich wahrscheinlich wieder auf. Die Fahrzeuge und die Leichen der Menschen tragen deutliche Zeichen von Geth-Waffenfeuer. Die Geth wurden wohl von dem Dreschlund in die Mangel genommen. Sie haben es wohl auch nicht besser verdient. Das ist richtig. Und das ist hier, das ist einfach nur der Punkt oder der Ort, wo einfach der Dreschlund gewesen ist, ne? Kampfrückstände. Zielort. Naja, hier ist nicht viel mehr. Das sind die Leichen, die hier rumliegen, ja. Okay. Was ist das? Eine proteanische Ruine. Bei der Durchsuchung der Ruinen haben sie eine proteanische Datendisk gefunden. Sie muss von einem der vielen Opfer des Dreschlundes fallen gelassen worden sein.
Auch hier 20.000 bekommen wir dafür. Auch wieder im Endeffekt eine Sammelaufgabe, ne? Na gut, na gut, na gut, na gut, na gut. Dann können wir uns aber bald noch deutlich mehr Spectre-Ausrüstung leisten. Ich glaube wirklich, dass die Spectre... Wobei, die ist ja nur Stufe... Moment. Die ist ja nur Stufe 6, 7. Es gibt aber Stufe 9 Ausrüstung ja offensichtlich. Und wenn es Stufe 9 Ausrüstung gibt, mit Sicherheit auch Stufe 10 Ausrüstung. Weiß ich jetzt gar nicht, ob die Spectre-Ausrüstung da wirklich die beste ist. Oder wird die noch irgendwie verbessert? Kann man da später noch weitere Versionen zukaufen? Oder muss man dann wieder komplett neu kaufen? Sodass es sich jetzt gar nicht lohnen würde, da noch mehr zu investieren. Über den Berghang. Magnesium. Mein Lieblingsmineral. So, kleines Magnesiumvorkommen. Jetzt sind wir aber schon auf dem richtigen Pfad. Ja, das ist der Geth-Außenposten, ne? Ja. Haben sie da in die Berge reingebaut? Die Fiesen. Was werden sie uns denn jetzt entgegenwerfen? Ein Koloss! Erstmal den Raketenwerfer da beseitigen. Dann wieder auf den Koloss schießen. Dann wieder in Deckung gehen. Warten. Schießen. Deckung. Jetzt Koloss kaputt machen. Jetzt Scharfschützen ausschalten. Vor Rakete in Deckung gehen. Vorwärts fahren. Scharfschützen ausschalten. Dich raussprengen und euch beide töten. Einer ist noch da. Ahoi. Wow, hallo. Der Kommandant. Meine Güte. Nur noch ein weiterer Außenposten. Ein weiterer Außenposten fehlt noch. Alles klar. Gut, gut zu wissen. Dann haben wir hier aber noch Trümmer und mit Sicherheit hier irgendwo auch noch weitere. Mindestens ein weiteres Mineralienvorkommen. Das sich hier irgendwo vor uns zu verstecken. Na bitte komm. Zu verstecken versucht. Oh. Das meine ich, wenn du einmal das Momentum verloren hast, kommst du solche Abhänge plötzlich nicht mehr hoch. Ging ja mal problemlos. So, jetzt müssen wir gerade kurz hier in diese Richtung mal so fahren. In der Hoffnung, dass wir irgendwo hier in der Ecke vielleicht noch Mineralien finden.
Wenn sie irgendwo auf der Übersichtskarte aufploppen. Rand. Oder auch nicht. Oder sind die ganz oben da hinten irgendwo? Das kann natürlich auch sein. Ach da, guck mal. Da sind sie. Die letzten Mineralien dieses Planeten. Ganz am Kartenrand. Von unten. Ein Lithium-Vorkommen. Na, immer her damit. So, 20.000, ne? 20.000. Ein paar Vorkommen, schon kannst du wieder eine neue Spectre-Ausrüstung für 200.000 kaufen. Und es fehlt nur noch ein Geth-Außenposten. Dann haben wir sie alle beseitigt hier in der Region. Die anderen hatten wir jetzt schon alle durchsucht. Das Asteroidenfeld hatten wir durchsucht. Das war der Asteroid, der kohlehaltige. Dann geht's jetzt weiter zu Gagarin. Ach, guck mal. Rajengri ist eine kleine und karge terrestrische Welt. Trotz des vergleichsweise moderaten Klimas und einiger wertvoller Ressourcen war noch kein Minenunternehmen gewillt, hier zu investieren. Ein abgedrifteter Planetoid, der von einem salarianischen Forscherteam Vats benannt wurde, ist vor ungefähr 10.000 Jahren in das System eingedrungen und wurde im Schwerkraftsystem von Rajengri gefangen. Jetzt trudelt der Planetoid langsam aber sicher spiralförmig auf Rajengri zu. Auf Rajengri treten deshalb häufig Erdbeben und Zyklonenstürme auf. In wenigen hundert Jahren werden die Planeten kollidieren und sich gegenseitig zerreißen. Schon jetzt haben einige asarische Reiseunternehmen ein Sponsoring für Kreuzfahrten zur Beobachtung des Spektakels angekündigt. Sogelros ist ein kleiner terrestrischer Planet mit einer dünnen Atmosphäre aus Stickstoff und Argon. Die kalte Oberfläche besteht hauptsächlich aus gefrorenem Wasser, das deutlich in den eher neueren Kratern zu sehen ist. Die dunkle Farbe der Planetenoberfläche wird durch Kohlenstoffe und Eisenmaterialien verursacht, die durch kryovulkanische Aktivitäten an die Oberfläche gedrückt werden. Juntor ist ein großer terrestrischer Planet mit einer dichten Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Chlor. Die Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Aluminium mit Vorkommen an Nickel. Forscher haben nahe dem Äquator die Ruinen einer technologischen Zivilisation gefunden. Offensichtlich die Kolonie eines uralten, raumfahrenden Volkes. Die Ruinen sind fast vollständig verfallen. Es stehen nur noch vom Wind ausgehöhlte Hüllen von Archäologiekomplexen und Megagebäuden. Im Zentrum der Ruinen befand sich eine einzelne Säule mit Inschriften, deren Bedeutung viele hundert Jahre nicht übersetzt werden konnte. Als ein paar Asari-Sprachwissenschaftlerinnen endlich die Übersetzung gelang, entpuppte sich die Bedeutung der Reliefs als ein eher schlichter Satz. Bestaunt unsere Bauwerke und begreift unsere Größe. Die rudimentären Inschriften auf dem Fuß der Rückseite hießen Monster aus dem It. Monster aus dem It. Bei einigen Scans haben sie einen zerstörten Frachter im Orbit eines der kleineren Monde Juntors gefunden.
Das Aufklärungsteam fand zwar keine Lebenszeichen, dafür aber eine der Schriften der Matriarchin Dilinaga. Antirumgon ist ein kleiner und felsiger Eisplanet mit einer dünnen Atmosphäre aus Methan und Ethan. Die Permafrostoberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff mit Vorkommen an Calcium. Antirumgon wurde viele Jahre von Terminus-Piraten als provisorischer Stützpunkt genutzt. Die Überreste der von der Allianz Fregattenpatrouillen zerschossenen Unterkünfte bedecken die Planetenoberfläche. Aber noch immer kommen die Piraten hierher, um ihre Schiffsantriebe zu entladen, gefrorenes Wasser aufzunehmen und mit Sklaven zu handeln und neueste Gerüchte auszutauschen. Aufgrund des Methanolanteils bestehen die inneren Schichten von Antirumgon aus einer halbflüssigen Masse aus Schlamm. Man geht davon aus, dass Bakterien in der tiefen Kernschicht für dieses natürliche Gefrierschutzmittel verantwortlich sind. Einige Terminus-Piraten unternehmen Bohrungen durch das Eis, um diesen Naturalkohol abzubauen. Vorkommen an Kobalt. Prescha ist ein vergleichsweise kleiner Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant mit einem großen Anteil an Kohlenwasserstoffen in den mittleren Atmosphärenschichten. Nach dem Ende der kroganischen Rebellionen vor 3000 Jahren erklärte der verdiente turianische Raummarine-Admiral Meakuri seinen sofortigen Rücktritt aus dem Militärdienst. Danach verschwand er in einem noch nicht registrierten Teil des Weltalls. Erst vor 200 Jahren wurde sein Schiff auf der Oberfläche von Preschas größtem Mond gefunden. Es war offensichtlich unversehrt dort gelandet und danach versiegelt worden. Von Admiral Meakuri fand man niemals eine Spur. Der olle Meakuri, was ist denn los mit dem? Ab nach Rayingri. So, was haben wir nun hier? Ich reise erstmal dahin, dann machen wir hier die Runde, ne? Ich glaube, das ist ganz gut. Wüsten... Oh. Dune, der Wüstenplanet. Das ist der Planetoid, der hier bald reinkrachen wird, ne? Das wird nicht gut ausgehen. Für keinen der beiden. Aha. Ich muss die anderen Planeten nochmal genauer untersuchen. Ganz, ganz dringend. Die verbrannten Leichen, offensichtlich ein unabhängiges Trümmerjägerpärchen, weisen Zeichen von Nahtreffern aus schweren Geth-Partikelstrahlwaffen auf. Okay. Sonst aber nichts, ja. Nur ein Hinweis darauf, dass die Geth halt hier sind. Aber das wussten wir ja vorher schon. Wenn das nicht so zerstörerisch wäre, dann wäre das hier so schön, aber in wenigen hundert Jahren. Also das heißt ja, Menschen könnten sich hier durchaus ansiedeln und ruhig leben, also wenn die Bedingungen hier andere wären, aber es ist ja nicht so, als würden die Planeten in unserer Lebenszeit kollidieren und dann für uns bedrohlich sein. Das ist ja dann doch eher nicht. Eine Pistole. Die Trümmerjäger, die dieses Lager errichtet haben, sind weg.
Sie scheinen es schon vor einer ganzen Weile verlassen zu haben. Ich weiß auch, wo sich die Trümmerjäger befinden. Die sind nämlich da oben. Die haben es leider nicht geschafft. Bin auf den Geff gestoßen und war... Ja, guck mal, da sind die Mineralien, die ersten, die wir suchen. Auf den Geff gestoßen und wahrscheinlich dann sofort zügig und skrupellos beseitigt worden. Polonium. Gib mir Polonium. Ein kleines Vorkommen. Naja, auch kleine Vorkommen sind okay. 20.000 bekommen wir immerhin dafür und jetzt hänge ich hier fest. Toll. So. In der abgestürzten Kapsel haben sie ein Medaillon des Salarianerordens gefunden. Der Besitzer dieses Fundstücks bleibt verschollen. Gehen Sie vor. Armer Besitzer dieses Fundstücks. Fahren wir erstmal in diese Richtung weiter. Und dann machen wir hinten den großen Kreis. Dann können wir den überrannten Forschungsaußenposten in Angriff nehmen. Hier aktuell keine Mineralien mehr. Das Schöne ist, wenn wir hier mit dem Eco unterwegs sind und so alles ein bisschen abgrasen. Jetzt halt nur zwei, um ein bisschen zu dampfen, während wir dann hier unterwegs sind. Schon sehr entspannt. Macht auch Spaß, mit dem Ding hier rumzufahren, sehe ich dazu. Es ist echt, das ist eine schöne Steuerung, jetzt wo ich mich dran gewöhnt habe und vor allem jetzt, wo wir sie auch umstellen konnten, sodass ich mich mit der Kanone frei umsehen kann. Das ist für mich deutlich angenehmer als die Steuerung vorher, wo er einfach immer dem Blickwinkel der Kanone hinterher ist. Und sich dadurch die Steuerung von vorne, hinten, zurück und links, vorne, zurück, links und rechts, immer wieder verändert hat. Je nachdem, in welche Richtung man gerade geguckt hat. Man konnte also überhaupt nichts vorhersehen. Für Gamepad mit Sicherheit eine schöne Steuerung. Für Maus und Tastatur die Hölle. Ein Thorium-Vorkommen. Gib es mir. Dankeschön. Auch noch ein großes Thorium-Vorkommen. Gut, dann könnte hier oben noch was sein. Dann fahren wir aber erstmal hier hin, schnappen uns den letzten Außenposten. Geht, Außenposten, so rum. Warum mache ich das eigentlich hier? Warum fahre ich so quer? Nein! Ich glaube, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich bin halt doch ein Bergerkunder, ne? Ich glaube, ich habe mich von einer Seite reingeschlichen, von der sie es nicht erwartet hatten. Ja, gucke mal hier, was man hier alles für Husks errichten könnte. Und da hier ein Forschungsaußenposten ist, habe ich irgendwie das Gefühl, ich weiß, was uns da drin erwarten wird.
Diese Stille. Armageddon, Volkov 7. Was? Ich habe ein bisschen Angst gemacht. Mal gerade gucken. Gerade bei unseren Scharfschützengewehren, ne? Guck mal hier. Deutlich besser, aber deutlich besser. Aber in allen Aspekten deutlich besser. So. Und ich glaube, wir können Garrus auch mal ein besseres Präzisionsgewehr in die Hand drücken, ne? 190, die Equalizer hier. Firestorm 7, er hatte eine Firestorm 5. Was haben wir? Wir haben eine Katana 5. Katana 6. Und bei der Pistole? Brawler 7. Wir haben aktuell die Stinger 5. Also die Brawler 7 ist natürlich deutlich besser. So. Achso, die Brawler 7 sollte ich vielleicht mal der geben, die auch wirklich mit der Pistole umgeht, ne? Warte mal. So. Und wir können uns dann aus dem, was übrig bleibt, noch ein bisschen was aussuchen, aber... Huch, jetzt habe ich aus Versehen einfach eine gewählt. Das ist doof. So. Edge 6. Hier. Stiletto. Stiletto 6 ist besser. Gut, bin ich zufrieden. Geht direkt weiter, ne? Hammer 7. Geht direkt weiter mit wundervoller Ausrüstung. Finde ich gut. Da sage ich nicht nein. Können wir noch mal ein paar Rüstungen vorstellen, aber ansonsten... Husks sind zum Glück relativ berechenbare Gegner. Da hat man nicht das Problem, dass man nicht so genau weiß, was die können, was die machen, wohin sie laufen, wen sie anschießen, weil sie eigentlich immer auf direktem Wege versuchen, auf einen zuzurennen und sich dabei ganz gut erschießen lassen. Das wird ja nur aber nicht alles sein, was die hier uns entgegenwerfen. Erwartet uns mit Sicherheit noch ein etwas schwererer. Warum? Warum ist sie jetzt mit dem Sturmgewehr rumgelaufen? Abermals zwei Seiten mit Gegnern. Das habe ich mir gedacht, dass in dem Moment da hinten die Tür aufgeht, damit die uns in den Rücken fallen können. So. Konnte Shepard natürlich nicht wissen, ich habe es durch die Karte gesehen, aber die Karte sieht Shepard ja eigentlich auch, ne? Von daher war das kein Outgame-Wissen, das ich da eingesetzt habe. Warum ist jetzt hier die Karte blockiert? Kann mir das jemand erklären? Da hinten wartet im Hauptraum. Leicht Quarianer und mittelschwer Mensch. Im Hauptraum wartet irgendwas auf uns. Ich sehe es doch. Ja, das ist natürlich... Wie würde die Explorer aussehen? Nur von... Ja, gut. Ja, gut.
Ich bin da tatsächlich, ich weiß nicht, im Augenblick würde ich noch immer bei der Predator bleiben. Und wenn hier natürlich Schadensschutz 52, Tech-Biotik-Schutz ist hier deutlich geringer bei der Mercenary. Aber ich würde lieber eine Predator-Rüstung finden, weil die einfach schicker aussieht. Und ja, in dem Fall ist Aussehen für mich ein Faktor. Tali ist jetzt gelb. Gut, was erwartet mich denn da hinten? Kommt raus, wo immer ihr seid. Habe ich da jetzt eigentlich alles durchsucht? Ich glaube schon. Ja, sieht gut aus. Ja, was steckt dahinter, hinter diesen vier Geth-Außenposten? Alles vor. Ach du meine Güte. Wurzel! Meine Güte. Haben die denn hier alles aufgefahren? Hat nochmal richtig gut Geld gegeben, jetzt gerade 11.000 für diesen einen Geth. Warum auch immer. Der wurde nicht mal auf der Karte angezeigt, warum nicht? Aber war es das denn jetzt? Nee. Achso, nee, das kann auch sein, dass das. Ach. Das war gar nicht der Geth-Außenposten, das war einfach nur eine überrannte Forschungsstation von denen. Der Außenposten kann ja noch ganz woanders sein. Stimmt. Haben sie uns hier eine Falle gestellt, haben uns mit Husks hier reingelockt und sind dann selber hinterhergekommen. Vermute ich mal. Ja. Die Falle kann man auch erwidern. Dann würde ich da oben stehen bleiben und ganz normal mit denen kämpfen. Oh, ich dachte, man könnte da. Das ist doch nicht euer Ernst. Jetzt hänge ich hier fest, das gibt's doch nicht. Ich kann nicht raus. So. Ach, und ich dachte, ich hätte es richtig klug angestellt und dann kommt sowas, ne? Das ist aber klar, das muss sein. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass einer dieser Außenposten die Hauptoperationsbasis für diese Invasion ist. Augenblick, wir empfangen eine Art Übertragung. Angesichts der Signalstärke würde ich sagen, dass sie aus diesem Sternencluster kommt. Das muss eine Nachricht von der primären Geth-Basis sein. Wir können ihre Position mit Hilfe des Signals lokalisieren und sie dann ausschalten. Sieh an, es gibt also doch eine primäre Basis. Darf ich wieder zurück in den Mako? Leute? Oh, ich dachte gerade schon. Puiuiuiui, wir haben hier nämlich noch nicht alles erkundet. Aber wenn ich gerade mal auf die Zeit gucke, würde ich sagen, machen wir das beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal gucken wir uns dann auch die primäre Basis an. Und gucken mal, ob wir die Geth nicht aus diesem Gebiet hier, die Geth aus diesem Gebiet hier komplett vertreiben können. In diesem Sinne. Bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal bis gleich. Tschüss.